Herzlich willkommen zum ersten Outdoor-Video auf meinem Kanal. Gestern Abend habe ich ja hier eine Zugstrecke vergraben, in der Hoffnung, dass es hier so 8 bis 10 cm maximal draufschneit, dass wir unsere gebaute Schneefräse testen können. Die ganze Sache ist jetzt ein bisschen mehr eskaliert, es sind an die 30 cm dazugekommen. Wir werden wahrscheinlich, würde ich mal schätzen, absolut keine Chance haben, mit dem Ding hier in den Haufen reinzufahren. Ich habe immerhin die Zugstrecke finden können, das war schon mal ein ganz guter Anfang. Es gibt mehrere Probleme, die ich im Moment sehe. Zum einen, der Boden war recht warm. Ihr könnt das hier überall sehen, obwohl wir im Moment, glaube ich, minus 2, 3 Grad haben, ist die unterste Schneeschicht relativ schwer, was einfach schwierig wird zu fräsen. Das heißt, es würde auch nicht funktionieren, nur die oberste Schicht abzunehmen hier sozusagen und damit dann nur die unterste Schicht wegzufräsen. Ich werde es mal einfach versuchen, hier reinzufahren, auf gut Glück. Den ersten Versuch müssen wir so starten. Und danach denke ich mal stark, dass wir das irgendwie abändern müssen, weil es absolut keinen Sinn hat, hier diese 30 cm abzutragen. Also erster Versuch und danach melde ich mich wieder. Ich ruder gerade dramatisch zurück. Ich habe alles wieder freigeschaufelt. Ganz kurz zu meiner Verteidigung. 30 cm Schnee im Maßstab 1 zu 40, was ja ungefähr Lego entspricht, wären in echt 12 Meter Schnee. Ich glaube, da würde jede Schneefräse dieser Welt schlapp machen. Also, das ermuntert mich gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt hier ganz sachte mal gestartet. Das ist die erste Stufe, die wir jetzt angehen werden. Diesen kleinen, ich würde sagen 2-3 cm oder was das sind, Schneehaufen, den habe ich versucht von oben runterzunehmen, wo der Schnee etwas luftiger und pulvriger war, und ich glaube, da sollten wir zumindest Chancen haben. Sonst kann ich an der Stelle aufgeben und das Video beenden. Wird aber hoffentlich funktionieren. Also, jetzt starten wir mal die Maschine und dann schauen wir mal, dass das funktioniert. Der nächste Versuch. Es tut mir übrigens leid, es ist nicht verhinderbar, dass im Hintergrund überall irgendwelche Schneeräume und was weiß ich alles zu hören sind. Das ist einfach so. Ich glaube, das würde auch nichts bringen, jetzt hier zu warten. Also, wir starten mal wieder mit der Schneefräse und jetzt bin ich wirklich gespannt, was daraus wird. Erstmal in die falsche Richtung losfahren, so wie es sein muss. Ich will auch nicht zu schnell reinfahren. Oh, tatsächlich, da hat ja was funktioniert. Aber wir drehen durch. Jetzt setzen wir auf. Es ist echt schlimm. Also stoppen wir das Ganze mal. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, ob das am Video rauskommt, dass wir hier unten in der Luft schweben, weil nämlich unten zu viel Eis drin ist. Das ist das Problem, was ich gesagt habe. Der Boden war noch warm. Das heißt, hier könnt ihr eh überall sehen, dass hier einfach so eine Eisschicht mittlerweile drin hängt. Und das muss ich jetzt versuchen, so ein bisschen zu beheben. Ich werde einfach mal die ganze Strecke auskratzen und das Ganze neu auffüllen. Es ist einfach ganz schrecklich im Moment, aber wir müssen das versuchen, irgendwie zu beheben. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Die Eisschicht ist entfernt und ich werde jetzt noch was ganz anderes starten. Und zwar habe ich die beiden Seitenverkleidungen hier weggebaut. Die gehören natürlich langfristig dazu. Ich möchte aber so ein bisschen mal im Moment versuchen, die Fehlerquelle zu finden, warum hier im Moment so rein gar nichts funktioniert. Ich werde jetzt mal hier so die Runde fahren. Ich habe ein bisschen was hier wieder draufgepackt auf die Strecke. Das Problem ist auch da wieder, ihr seht schon, der Schnee ist einfach doch etwas zu schwer dafür, um das Zeug hier wirklich gut wegzufräsen. Also starten wir mal hier wieder die ganze Geschichte. Und fahren wir mal los. Bester Versuch bislang. Kann man mal so feststellen, aber wir sitzen jetzt auch mittlerweile da wieder auf. Oder vorne ist zu viel Schnee, das weiß ich nicht. Ich werde das jetzt alles mal eruieren hier. Aber immerhin, wir haben ein paar Meter durch Schnee geschafft. Im Maßstab theoretisch, in echt waren es nur ein paar Zentimeter. Wir bauen weiter. Der nächste Versuchsaufbau ist, dass ich mal diese Batterien hier drin austausche, weil ich glaube, dass die mittlerweile echt schon schlapp machen. Das war am Anfang deutlich stärker. Also, ich gebe nicht auf. Bis gleich. Ich habe gerade diese Seitenteile hier nochmal etwas genauer analysiert und festgestellt, dass hier ja doch recht klar zu erkennen ist, wo der Schnee drin hängt. Besonders da unten glaube ich, dass wir wirklich einiges am Widerstand unnötigerweise erzeugen. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich einmal hier unten, das rutscht mir gerade weg, dass ich da einmal diese Brick Modifieds jeweils rausnehme, in der Hoffnung, dass weniger Schnee hängen bleibt, nicht ganz viel Widerstand von vorne ist und wir dann besser fahren können. Das ist der nächste Versuchsaufbau. Neue Batterien kommen selbstverständlich dazu und dann würde ich sagen, melde ich mich damit wieder. Nächster Versuch. Weiter geht's. Als nächstes habe ich jetzt hier natürlich diese Plate Modifieds rausgebaut und werde diesmal auf uns zufahren sozusagen, in der Hoffnung, dass man da noch ein bisschen besser erkennen kann, woran es scheitern könnte. Wir starten mal wieder das ganze System hier. Ich habe auch die Vermutung, dass es echt an der Kälte ein bisschen liegt, warum die Batterien schlapp machen. Ich hoffe, ich fahre diesmal in die richtige Richtung los. Ich fahre gar nicht los. Warum? Ja, natürlich fahre ich nach hinten los. Nee, das ist alles nichts. Woran liegt es denn? Das kann ja gar nicht mehr sein. Es dreht schon wieder durch. Unfassbar.
Ich werde jetzt genau das gleiche auf der restlichen Strecke nochmal ohne die Verbauung versuchen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass uns das Ding den Schnee unten in die Gleise reindrückt, wo das dann, ich weiß nicht, ob es vereist oder was weiß ich, auf die Schnelle kann das nicht vereisen, aber dass es einfach den Schnee unten reinstopft, die Lok anhebt und dass dann die Reifen dadurch durchdrehen. Ist einfach so meine Theorie. Ich werde es versuchen. Wir werden hier die restliche Strecke mal ohne die Verbauung fahren und hoffen, dass das besser geht. So schnell gebe ich nicht auf. Ich habe gerade noch mal einiges umgeändert, besonders hier am Vorderteil der Lok. Diesen Propeller ist es ja fast schon, also die eigentliche Fräse des Dings hier, habe ich um einen Noppen in jede Richtung raus erweitert. Das hat jetzt zur Folge, dass wir hier wirklich sehr weit runterkommen und ich dadurch hoffe, dass wir einfach den Schnee raus befördert bekommen, sodass nichts unten pappen bleibt und uns die Räder blockiert. Soweit zur Theorie. Ich würde sagen, wir schmeißen hier mal wieder die ganze Geschichte an, starten die Fräse und hoffentlich geht das jetzt ein bisschen besser. Der Schnee wird auch immer schwerer hier hinten. Ihr könnt es da im Bereich da hinten sehen. Es schmilzt einfach schon weg. Das ist immer das Problem, so früh in der Jahreszeit. Und das ist einfach das Hauptproblem, was wir haben. Ich habe schon eine Vermutung, was wir die Tage mal machen werden. Komme ich noch mal am Ende drauf zu sprechen. Jetzt erstmal möchte ich den Versuch hier starten. Versuch Nummer 5 oder was wir mittlerweile schon erreicht haben. Wir starten die ganze Geschichte mal wieder. Sieht mittlerweile auch schon aus wie ein halber Hubschrauber oder was auch immer. Oder so ein Propellerflugzeug. Probieren wir es aus. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Gas geben, damit das hier funktioniert. Oder, wieso kann ich denn jetzt nicht fahren? Drehen wir schon wieder durch? Nee, wir stehen. Woran liegt es denn jetzt schon wieder genau? Fahren wir nochmal zurück. Ja, ihr seht schon, der Schnee ist viel zu pappig dafür, dass hier irgendwas draus wird. Ich kann jetzt so versuchen, vor und zurück zu fahren. Naja, Schritt für Schritt geht's. Also der beste Versuch bislang ist es auf jeden Fall. Oh, mit Schwung kommen wir ein bisschen durch. Ich habe ungelogen den gesamten Tag damit verbracht, runter in den Keller zu gehen, diese Lok zu überarbeiten, wieder raufzukommen, neue Tests zu starten. Mittlerweile ist es schon dunkel, wie ihr sehen könnt. Ich arbeite mit Taschenlampe, funktioniert aber, glaube ich, trotzdem alles, um hier das erkennen zu können. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich hier vorne das Ding deutlich verbreitert habe. Die Lücke nach hinten ist geschlossen. Ein ganz kleiner Spalt ist noch da, damit wir keine unnötige Reibung haben. Aber hier hinter hat sich sehr viel Schnee verklemmt. Das müsste jetzt behoben sein und deutlich besser funktionieren. Hier das Teil habe ich rausverlängert. Auch da haben wir jetzt mehr Greif. Fläche. Insgesamt sollte das jetzt auch besser funktionieren. Dann habe ich die Seitenwände abmontiert. Ich finde das jetzt auch tatsächlich optisch von vorne besser und etwas realitätsnah. Die Teile hier oben, das ist eine reine optische Sache, die sind sozusagen dazu da, um den Schnee dann zur Seite zu schleudern. Hat keine Funktion in dem Modell jetzt, das werde ich vielleicht dann noch hinzufügen, wenn das jetzt alles funktioniert. Jetzt also der allerletzte Test in der Hoffnung, dass das Ding funktioniert. Ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, dass das alles nicht funktioniert hat. Das hier ist jetzt der Bereich, ich hoffe, dass wir diese Menge Schnee wegfräsen können. Es ist gewagt, gar keine Frage. Aber einen letzten Versuch starten wir jetzt noch, in der Hoffnung, dass das alles klappt. Jetzt also endgültig der finale Test. Wir starten als allererstes die Schneefräse, die neue. Und jetzt Stunde der Wahrheit. Schauen wir mal, ob das hier irgendwie funktioniert. Okay, da hinten ist jetzt Ende der Strecke. Aber stoppen wir hier die ganze Aktion mal. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Es ist echt unglaublich, diese Infrarotsache funktioniert nicht gescheit. Aber ihr habt gesehen, wir haben die Strecke geräumt. Das sieht hier sogar echt brauchbar aus. Ich bin sehr positiv überrascht mit dem Endresultat. Was heißt überrascht? Ich habe jetzt auch wirklich zu viel Zeit eigentlich für so einen Blödsinn da reingesteckt. Aber mich hat es heute gepackt. Ich wollte das hinbekommen und ich war nicht mit dem Endergebnis zufrieden. Der Schnee ist natürlich trotzdem noch viel zu dicht und auch noch teilweise zu schwer gewesen. Also Pulver war das mit Sicherheit keiner. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass ich die Tage mal, wenn es wieder schneit, eine Skitour mache, den ganzen Spaß mit einpacke, 50 Gleise in den Rucksack packe, die Lok mitnehme und dann gehen wir rauf auf 17, 1800, je nachdem, wo der Schnee brauchbar ist, werden da eine Zugstrecke aufbauen, hoffen, dass es da genug drauf schneit. In der Zwischenzeit mache ich dann Mittagspause. In der Mittagspause müssen dann so an die 5 bis 10 cm Schnee drauf fallen. Sollte klappen, wir haben recht gute Wettervorhersagen, was das angeht für die nächsten Tage. Und dann wird diese Strecke oben aufgebaut und getestet auf 17, 1800 Metern bei gutem Schnee. Ich glaube, der Aufwand wird sich lohnen, weil diese Versuche, die jetzt hier am Ende noch gestartet wurden, sehen doch so vielversprechend aus, dass ich jetzt motiviert dazu bin. Also ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wir hätten jetzt damit das Ende dieses komplett verrückten Videos erreicht. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr, sehr gerne, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sage ich jetzt wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.